Liebe Studierenden, wir kommen nun zu einem sehr wichtigen Punkt beim wissenschaftlichen Arbeit, nämlich zur Gliederung. Und wir haben Ihnen hier jetzt ein Tutorial mitgebracht, das sich mit der Frage beschäftigt, wie gliedere ich eigentlich meine Arbeit, meine wissenschaftliche Arbeit richtig? Zunächst einmal dient die Gliederung einmal Ihnen als Autor der wissenschaftlichen Arbeit, damit Sie sich einen Überblick verschaffen, was möchten Sie eigentlich abarbeiten. Mit Ihrem Betreuer oder mit Ihrer Betreuerin haben Sie in der Regel ein Thema abgearbeitet und die Gliederung soll nun dieses Thema letzten Endes eins zu eins widerspiegeln, sodass wir sagen, dass die Gliederung auch das Spiegelbild der wissenschaftlichen Arbeit ist. Die Gliederung stellt letzten Endes auch die Verknüpfung oder das Bindeglied zum Leser dar, weil der Leser sich an einer Gliederung orientieren kann, damit er weiß, was finde ich in den einzelnen Kapiteln vor. Die Gliederung erstellen Sie am besten auch in Rücksprache mit Ihrem Betreuer, mit Ihrer Betreuerin, und es handelt sich hierbei um einen Prozess. Wir haben Ihnen das einmal grafisch mit einem Comic dargestellt. Sie sehen hier letzten Endes jemand, der kräftig am Sortieren ist. Und genau das stellt auch den Prozess der Gliederung dar. Das heißt, Sie sollten natürlich irgendwann eine finale Gliederung erstellt haben. Aber es kommt auch immer mal wieder vor, dass Sie Gliederungspunkte verschieben müssen. Wie sieht das nun aus, eine Gliederung? Und dafür haben wir Ihnen ein kleines Beispiel mitgebracht. Dafür gehe ich jetzt nun einmal in die Ansicht einer wissenschaftlichen Arbeit. Und zwar sehen Sie hier zunächst, ich nehme meine Maus und Sie können jetzt das erkennen, Sie haben das Titelblatt der wissenschaftlichen Arbeit, die Hochschule, den Studiengang. Hier haben wir beispielhaft einen eingetragen, den Standort und auch worum es hier geht. Geht es um eine Bachelorarbeit, eine Masterarbeit oder vielleicht auch eine Hausarbeit? Und so dann kommt das Thema, was sehr wichtig ist für die Gliederung. Und zwar ist es für die Gliederung sehr wichtig, dass Sie alle Bausteine, die hier im Titel vorhanden sind, zum Beispiel Akzeptanz, Mobile Payment, Treiber und Barrieren bei Endkonsumenten im deutschen Tankstellenmarkt am Beispiel von einem Unternehmen. Diese Bausteine müssen sich alle letzten Endes in der Gliederung wiederfinden. Das ist ganz wichtig, sodass die Arbeit auch das Spiegelbild oder die Gliederung das Spiegelbild der wissenschaftlichen Arbeit sein kann. Unten am Fuß finden Sie den Betreuer einmal oder die Betreuerin eingetragen, den Zweitgutachter, dann die Autorin oder den Autor eingetragen, Matrikelnummer und wünschenswerterweise auch Ihren Abgabetermin. Wir kommen nun zum Inhaltsverzeichnis, das letzten Endes Ihre Gliederung darstellt. Sie sehen hier oben rechts in der Ecke, das Inhaltsverzeichnis hat eine römische Nummerierung, genauso wie die anderen Verzeichnisse auch. Gefolgt vom Inhaltsverzeichnis finden wir das Abbildungsverzeichnis, das Tabellenverzeichnis und auch ein Abkürzungsverzeichnis. Nach den Verzeichnissen beginnt der Hauptteil der Arbeit und mit dem ersten Kapitel. Und zwar haben wir hier eine andere Nummerierung, keine römische Nummerierung mehr, sondern eine arabische Nummerierung, beginnt mit der Seite 1. Den ersten Teil der Arbeit, den nennen häufig viele Leute Einleitung. Wir finden aber, eine Einleitung kann viel detaillierter nochmal beschrieben werden durch Problemstellung und Aufbau der Arbeit, weil genau das ist es, was Sie in einer Einleitung tun sollten. Das bedeutet, dass Sie die Titel Ihrer Überschriften in der Gliederung auch sehr stichhaltig und genau bezeichnen sollten. Von daher, Einleitung ist in der Regel nicht ausreichend. Sie können beispielsweise hier eine Untergliederung nochmal einfügen, Problemstellung als ein Unterkapitel. Sie sehen hier dann die weitere Nummerierung, das heißt unter dem Kapitel erfolgt dann ein Abschnitt, der sich 1.1 nennt und danach ein zweiter Abschnitt 1.2. Die Abschnitte zu gliedern ist nicht ganz einfach. Sie sollten immer darauf achten, dass ein Unterkapitel mindestens eine halbe Seite bis Seite betragen sollte, sodass Sie auch genügend Text in einem Unterkapitel haben. Sie sollten auch darauf achten, dass Sie keine Zwischentexte einfügen. Zum Beispiel darf zwischen Kapitel 1 und dem Abschnitt 1.1 kein weiterer Text erfolgen.
Sie sollten immer auf der untersten Gliederungsebene Ihre Texte schreiben. Ein Gliederungspunkt sollte darüber hinaus niemals alleine stehen. Das heißt, es sollte zum Beispiel immer sein, dass wenn Sie 1.1 schreiben, es auch einen Gliederungspunkt 1.2 geben sollte. Also das heißt, wer A sagt, muss auch B sagen. Von daher 1.1 muss immer gefolgt sein von 1.2. Genauso gilt das natürlich auch für weitere Unterkapitel. Sie sehen hier noch eine tiefere Gliederungsebene. Zum Beispiel 2.3.1, 2.3.2. Auch hier darf kein Kapitel alleine für sich stehen. Das heißt, nach 2.3.1 muss es noch 2.3.2 geben. Sie sehen dann, wenn wir uns die Inhalte der Überschriften ansehen, eine Chronologie, wie wir den Titel abarbeiten. Und zwar geht es in Kapitel 2 dann um Mobile Payment im deutschen Tankstellenmarkt. Wenn wir das vergleichen zu unserem Titel der Arbeit, haben wir dann hier den deutschen Tankstellenmarkt und Mobile Payment. Das heißt, hier sind schon mal zwei weitere Elemente abgehakt. Und dann kommt es im dritten Kapitel zur Literatur, zu den Treibern und Barrieren der Akzeptanz. Hierunter finden sich dann die gesamte Literatur zu den unterschiedlichen Ansätzen, die die Treiber und Barrieren von Akzeptanz ganz generell erklären. Und damit hätten wir noch einen weiteren Punkt erschlagen aus unserem Titel. Das heißt hier Analyse von Treibern und Barrieren der Akzeptanz bei Endkonsumenten. Das ist jetzt hier nicht mehr aufgeführt. Das kann dann im Text erfolgen. Weiterhin kommt dann das Forschungsdesign. Hier handelt es sich um eine empirische Arbeit. Das heißt, hier werden Daten gesammelt und ausgewertet. Das heißt, Kapitel 4, 5 sind speziell für empirische Arbeiten gedacht. Für rein Literaturarbeiten ist das Kapitel 3 natürlich wesentlich größer und wesentlich umfangreicher, als es hier der Fall ist für eine empirische Arbeit. Sie sollten in jedem Fall darauf achten, dass der maximale Seitenumfang 50 Seiten beträgt. Beachten Sie bitte auch die Formatierungsvorgaben, sodass das Literaturverzeichnis dann auf Seite 51 beginnen kann. Das Literaturverzeichnis an sich trägt keine eigene Nummerierung, wie Sie das auch hier sehen, so auch der Anhang. Der Anhang ist ganz wichtig, sollte auch noch mal weiter durchnummeriert werden. Das heißt, wenn Sie mehrere Anhänge haben, sollte diese auch durchnummeriert werden mit Querverweisen, die Sie aus dem Haupttext machen. Wichtig noch, der Anhang wird häufig missverstanden oder auch missbraucht, weil einige Leute dann Probleme mit dem Platz haben, mit den 50 Seiten, werden einfach zum Beispiel Grafiken in den Anhang geschoben, die aber wichtig sind für das Verständnis der Arbeit. Von daher wäre hier meine dringende Empfehlung, alle wichtigen Grafiken und Tabellen müssen in den Hauptteil der Arbeit, das heißt müssen hier auftauchen und nur unwichtige Sachen, die nochmal zur Ergänzung, zum weiteren Verständnis nötig sind, das kann in den Anhang. Aber alles, was wichtig ist, muss einfach in den Hauptteil. Ansonsten müssen Sie an anderen Stellen kürzen, denn letzten Endes gilt auch hier für die wissenschaftliche Arbeit, in der Kürze liegt die Würze. Das ist ein kleiner Überblick, wie eine wissenschaftliche Arbeit aussehen kann. Bitte beachten Sie auch hier die Einrückung. Die Überschriften der Kapitel müssen sehr stichhaltig sein, sodass der Leser weiß, zu welchem Element des Titels trägt nun dieses Kapitel bei. Auch die weiteren Untergliederungen sind sehr wichtig für den Leser, um nachzuvollziehen, welche Dinge wurden denn abgearbeitet im Rahmen der Arbeit. Und achten Sie bitte auch hier ein bisschen, damit es ordentlicher aussieht, auf die Führung bzw. Nummerierung. Wo beginnt sie? Wo fängt mein Text an? Und es ist immer sehr übersichtlich, wenn Sie beispielsweise die Kapitelüberschriften fett machen. Das können Sie alles automatisch über die Formatvorlagen bei Google steuern, sodass Sie das nicht immer händisch machen müssen. Wir gehen jetzt nochmal zurück in die Folien. Und zwar möchte ich Ihnen zusammenfassend noch einmal ganz kurz Do's and Don'ts vorstellen. Das heißt, was sollten Sie tun, was sollten Sie nicht tun beim Gliedern? Zuerst erinnern Sie sich daran bitte, dass die Gliederung ein Spiegelbild der wissenschaftlichen Arbeit darstellt. Das heißt, 1:1 die Dinge aus dem Titel abbildet, sodass der Leser sich orientieren kann. Und dass auch Sie und Ihr Betreuer sich orientieren können.
Sie haben dadurch einen erleichterten Überblick und natürlich gewinnt der Leser und auch der Betreuer einen positiven Eindruck Ihrer Arbeit, weil er dann erkennt, dass Sie systematisch und sauber gearbeitet haben. Natürlich soll auch Neugierde geweckt werden, was erwartet mich denn in welchem Kapitel, sodass die Gliederung Lust aufs Lesen machen soll. Die Überschriften sollten dazu kurz, prägnant und kraftvoll sein, sodass eben auch dieses Interesse geweckt werden kann und der Leser sich orientieren kann. Die Gliederung sollten Sie nicht zum Schluss Ihrer Arbeit erstellen. Es ist, hoffe ich, sehr klar geworden, dass Sie mit Ihrem Betreuer schon recht frühzeitig über die Gliederung sprechen, damit er oder sie sehen kann, dass Sie auf dem richtigen Weg sind, sodass Sie schon von Beginn an sich einen Überblick verschaffen sollten. Sie können natürlich die Gliederung immer wieder einmal etwas anpassen. Auch darüber sollten Sie letzten Endes Ihren Betreuer informieren. Sie sollten nicht zu tief untergliedern. Wir haben gerade gesehen in dem Beispiel, dass wir ja bis auf eine dritte Gliederungsebene runtergegangen sind. Wir hatten zum Beispiel 2.3.1, sodass wir hier ja auf der dritten Gliederungsebene sind. Zu tief würde ich nicht runtergehen, ansonsten haben Sie nachher einen Zahlenfriedhof und finden sich selber auch nicht mehr zurecht. Gliederungspunkte ohne Text sollte es auch nicht geben. Das heißt, Sie sollten überall sinnvolle Titel wählen. Das war es auch schon, was wir Ihnen zum Thema des Gliederns vermitteln wollen. Vielen Dank.